Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Ja, komm, normaler Angriff. Ja, wir waren hier in dem Turm stehen geblieben. Ich denke, wir kriegen den in diesem Part auf jeden Fall durch. Und wir haben das Rätsel zum Glück am Ende des letzten Parts noch gelöst. Mann, war das eine schwere Geburt, ey. Ich bin eigentlich gerade mega angepisst. Alter, ich habe heute, ich zock ja LOL, ne? Wie die meisten von euch eigentlich wissen sollten. Oder wie man eigentlich so wissen sollte, wenn man auf meinem Kanal aktiv ist. Ne? Ja. Und ich habe heute nur komplette Drecksspiele gehabt. Mein erstes Game, ich glaube... Wen habe ich da gespielt? Lasst mich kurz überlegen. Mein erstes Game habe ich Azir gespielt. Und ja, mein ganzes Team hat wieder komplett geflamed. Die Gegner hatten ein unglaubliches Luck. Das war unglaublich. Ich habe die Lux, also ich hatte eine gegnerische Lux. Eieiei. Hab sie halt, ich glaube, viermal oder paar Mal öfter auf jeden Fall fast gekillt und sie hatte einfach so ein mega Glück, dass sie immer ganz knapp noch entkommen ist. Und wie man das halt so kennt, wie mir das auch ziemlich häufig passiert, ist dann da auf einmal der gegnerische Jungler und ja, kommt dann an und snackt sich noch den Kill an dir. Ups. Sodass du halt selber noch stirbst. Ist ein bisschen doof gelaufen. Wenn das mal so mir einmal so passiert wäre oder so, wäre ja auch kein Ding gewesen. Aber das ist mir das ganze Game über passiert. Das war so nervig. Da war mein Game schon gelaufen. Dann musste André noch liefen, weil er unbedingt weg musste, weil Arbeit und so. Ja, dann war sowieso vorbei für mich das Game. Und ja, mein nächstes Game war, mit wem war das denn? Da habe ich Graves Toplane gespielt. Ich habe mein Toplane an sich relativ gut gewonnen. Beziehungsweise nicht gewonnen, aber es war in Ordnung. Ich habe nicht mega verloren, aber halt auch nicht mega gewonnen. Es war so relativ ausgeglichen. Aber ja, unsere Mitte hat gefeedet, unser ADC hat gefeedet. Unser Jungler war nirgends ganken, sondern durchgehend nur farm und unser Supporter durchgehend nur geflamed. Das war so ein anstrengendes Spiel. Wie gesagt, mein ganzes Team hat halt eigentlich sogar wirklich nur geflamed. Und es war halt einfach, es war nicht schön, es war nervig, dass es das ganze Game über ging das halt so. Wie ging das denn nochmal? Ich glaube, so. 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 Und so. Genau. Ja, es war jetzt nicht so mega die Ragerei oder so, also es hat nicht jeder die ganze Zeit nur geraged, aber es war halt das ganze Team nur am Flame und das ist halt auch echt nervig und dann will man auch nicht unbedingt oder verliert man auch gerade die Lust an dem Spiel. Aber gut, das war nicht das Schlimmste. Dann hatte ich eben noch, oder beziehungsweise vorher noch ein Game gemacht und ich hatte Garen Toplane gespielt gegen Irelia und ich weiß nicht warum, aber die Irelia hat, ohne wirklich ein Item zu haben, mir als Tank, und ich hatte schon einiges an Life, einfach mal mit einer Q 200 Damage gedrückt oder so. Ich erzähl gleich weiter. Doki, schau, die Mädchen aus dem Dorf! Seid ihr gekommen, um uns zu retten? So, genau, solange ich hier bin, habt ihr nichts zu befürchten. Wir sind in Sicherheit, oder? Ich habe schon gedacht, wir kommen hier nie mehr raus. Oh Gott. Verdammt, das ist eine Falle. 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 Wie habe ich den nochmal gesprochen? Egal, ich spreche ihn jetzt auf jeden Fall schwul. Ach, ihr schon wieder. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr hier auftauchen würdet. Ah, Idura. Diese Mädchen dient dazu, meinem Herren Gardes wieder zum Leben zu erwecken. Ich lasse mich von niemandem aufhalten.
um Gardes wiederzubeleben? Hast du die Macht, Gardes wiederzubeleben? Ja, ich habe diese Macht nicht. Wer denn? Wer dann? Bald. Bald werden alle die vier Höllenfürsten kennen. Sie haben ihr Werk begonnen. Oh. Also spricht das Deka oder so? Weil der ist ja nicht in dem Käfig. Ich guck mal. Tut ihr immer noch so, als ob ihr keine Ahnung habt, von was ihr sprecht? Ich hasse sowas. Du? Oh, wo kommst du denn auf einmal her? Entspannt doch, Mädels. Deka ist hier, um euch zu retten. Du wirst uns retten? Solange ihr an mich glaubt, kann kein Feind mich besiegen. Oh ja, ich glaube an dich. Nehmt euch in Acht vor seinen großen Worten. Sicher, er ist ein guter Krieger. Aber das Denken ist nicht unbedingt seine Stärke. Ha, lass ihn nur reden. Ihr seid noch in der Falle und ich bin frei. Wer kann hier nicht gedenken? Er hat recht, ich glaube an Deka. Danke, danke vielmals. Ah, ihr macht mich unbesiegbar. Los geht's, Idura, ich bin bereit. Oh, ich gebe auf, ich kann nicht gewinnen. Oh, die Mädchen gehören euch. Oh mein Gott, das ist irgendwie ziemlich witzig. Weil du so schön brav bist und ich heute meinen guten Tag habe, lass ich dich am Leben. Ihr seid frei, Mädels. So wie ich es versprochen hatte. Oh, Deka, mein Held. Ah, oh, Deka, du bist ein Idiot. Oh nein, verdammt! Na toll, du bist wirklich ein großer Held. Was hast du gesagt? Du bist Idura doch in die Falle gegangen. Und was glaubst du, wo du jetzt bist? Oh, boah, das war viel zu einfach. Ich hasse es, wenn Idura wegen nichts so angibt. Oh, mein Blut kocht. Ach, nee. Überschätze dich nicht, nur weil du uns in diesem lächerlichen Käfig gefangen hast. Ah, der Fluchtzauber ist innerhalb des Käfigs unwirksam. Ihr könnt also nicht entkommen. Ich muss mir mega abgrinsen, ey. Pra, wer braucht schon die Magie, um auszubrechen? Aber was meinst du denn damit? Bitte, geht doch freundlicherweise einen Schritt beiseite, Mädels. Habutz! Ahaha, gebt doch endlich zu, dass ihr verloren habt. Putz! Putz! Vergiss es, du kannst die Barriere nicht durchbrechen. Putz! Jo. Oh. Vielleicht solltest du den Käfig nächstes Mal etwas stabiler bauen. Idura, das Spiel ist aus, auf geht's! Oh Mann, jetzt kämpfen wir gegen Idura-Leitchen. Donnerschlag und Donnerschlag. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die Irelia hat mit meiner Kuh einfach mal die ganze Zeit um die 200, 300 Damage gedrückt und das war einfach so anstrengend. Und ja, dann hatten wir Weiger und Kalista, die standen gar nicht mal so schlecht und haben auch gar nicht mal so scheiße gespielt, aber sie haben halt auch die ganze Zeit uns dicht geflamed und nach einer Zeit ging das halt einfach echt ziemlich auf Nerven. Wenn du halt durchgehend geflamed wirst und ja, oh Gott, der Seeland, lebe, lebe. Und ja, auf jeden Fall alle drei Games auch verloren und es war einfach echt, nee, es war nervig. Mein LOL-Tag war heute echt nicht gut. Aber naja, dafür ist mein Lufia-Tag, wie es aussieht, ziemlich gut. Adlerstein. Nochmal ein Angriff und machen wir mal. Kopf hoch? Doch, die Initiative der Gegner. Die Initiative zu senken ist schon ganz gut. Ne, das ist die Intelligenz, ne? Verdammt. Ich dachte, ich war gerade bei Initiative. Scheiße. Egal. Okay, ist okay. Oh, Chaoskralle macht schönes Damage, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Normaler Angriff, normaler Angriff. Wir haben hier
nichts wirklich Gutes und Löwenherz macht, erhöht die den Angriff. Ja, machen wir. Wieso habe ich auf Doki gemacht? Ich hätte auf Deka machen sollen. 98? Ja, ist doch schon. Ja, doch schon. Ist okay. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Deka macht halt echt ganz gutes Damage auf den Dings. Auf Idura. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Aber naja. Ich glaube, so schwer wird der Kampf jetzt nicht. Nee. Ich glaube nicht. Zack. Und machen wir mal einen Glutball. Ich weiß ja nicht, wie viel der so abzieht. Ja, gut, dass wir den magischen Schaden ja gesenkt haben von ihm, ne? Das macht auf jeden Fall an dem komischen Goblin-Viech da ziemlich viel Damage. Das ist schön. Das ist sehr schön. Die Dura müsste auch eigentlich gleich besiegt sein, oder? Ja, ein paar. Oh ja. Chaoskralle ist schön. Was macht Courage? Wahrscheinlich irgendwie, ja, Abwehr, genau. Dachte ich mir schon. Donnerschlag bringt halt einfach nichts. So machen wir hier einen normalen Angriff. Und hier machen wir nochmal Stärke auf alle. Ich hab das Gefühl, ich werde wieder krank oder ich erkälte mich schon wieder. Und es ist Sommer, Alter. Ich frag mich, wie ich das mache. Ich werde einfach nie ganz gesund. Und dadurch werde ich halt viel zu schnell krank. Wieder. Also ich werde nie ganz gesund. Wow. Deka, gönn dir. Chaoskralle geht noch nicht. Ja. Und ja. Deswegen bin ich immer krank so gesehen. Und ja. Deswegen kommt die Erkältung ziemlich schnell wieder. Ziemlich schnell wieder. Ja, war schon, glaube ich, richtig. Komm, Multiknecht. Du willst sterben, ich weiß es. Los, nice. Oh, schön was an Goldmünzen gefarmt. Ah, verdammt. Okay. Der kann ja ganz schön davon fließen. Das war rekordverdächtig. Vielen Dank. Ich habe das nur geschafft, weil ihr an mich geglaubt habt. Anna. Oh nee, Anna. Karin. Oh, geht es dir gut, Anna? Ja, ich fühle mich klasse. Ich wusste, du würdest kommen, Karin. Natürlich. Lass uns zurückgehen. Emily. Ich hatte solche Angst. Oh, jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ist okay. Kayla. Ich habe ständig an dich denken müssen. Ja, das ging mir genauso. Ich musste auch ständig an mich denken. Oh, Mann. Ah, vielen Dank, Deka. Weil du mich gerettet hast, möchte ich dich heiraten. Na, wirklich, aber... Lulu. Ivan. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, Lulu. Geht es dir gut? Ja. Es tut mir leid, Deka. Ich habe vergessen, dass ich bereits mit Ivan verlobt bin. Tschüss. Wow. Sogar von kleinen Kindern kriegt Deka eine Abfuhr. Krieger brauchen keine Frauen. Mein Schwert ist meine Braut. Lassen wir ihn für eine Weile alleine. Aber Doki. Ich weiß. Es geht um das, was Idura gesagt hat, nicht wahr? Die Wiederbelebung von Gardes und das Werk der vier Höllenfürsten, oder? Als wir mit Gardes im Westturm von Gordovan kämpften, nannte er sich einen Höllenfürsten. Du denkst also, es gibt noch drei weitere Höllenfürsten wie Gardes? Ich weiß es nicht, aber Idura sagte, dass die Leute bald die vier Höllenfürsten kennen. Und wir werden sie auch kennenlernen. Ja. Egal, ob Höllenfürst oder nur ein Blob, ich kann alles schlagen. Ich bin unbesiegbar. Ja, schon gut. Lasst uns jetzt nach Narcissus zurückgehen. Ja, machen wir. Gucken, ob hier noch irgendwas ist, wie es aussieht. Nicht. Dann nutzen wir einen Fluchzauber. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und wappen uns mit Mopsgeschwindigkeit nach Narcissus. Din, din, din.
Ding, 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 ding. Ja, geil, wir können hier umsonst übernachten, weil wir die Frauen gerettet haben. Oh mein Gott, wir sind Fame, Leute. Wir sind so Fame. Hm, geil. Erstmal noch schnell in den Shop gucken. Denn jetzt haben wir erstmal was an Goldmünzen. Das heißt, wir könnten ein Langschwert kaufen. Nein, das wollen wir aber nicht. Oh, Plattenhemd. Ah, 5 Rüstungen mehr bei Dirka. Nee, lassen wir. Eisenmütze. Riesenhelm. Der Riesenhelm bringt Dirka auf jeden Fall um einiges mehr. Ja, er kriegt den Riesenhelm. Geil, braucht ihn jetzt nicht unbedingt. Hat er ein ZP? Nein, oder nicht? Riesenschild. Ja, komm. 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 Egal. Egal. Ja, bei den Items müssen wir jetzt auch nicht lang gucken. Ja, das speichern wollen wir aber, glaube ich, nochmal. Ja. Ja, ja. Speichern machen wir. Sichern. Ja. Nice. Din, 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 din. Ja, okay, hi. Wohin jetzt? Alea, Groberia. Eigentlich nirgendwo hin, oder? Nee, wir wollen ja. Wollen wir noch wohin? Nee. Nee, nee, wir gehen jetzt erstmal. Oder warpen uns jetzt erstmal schnell. Nach Kumarbi. Denn hier haben wir erstens Items und zweitens hatten wir da einen anderen Durchgang, oder? Ich glaube schon. Klingenroute. Oh, sieht schon echt, ne? Ist schon, ja doch, ich glaube das, ja doch. Tut mir leid. Obwohl, nee, das war, oh, egal. Vitaminpille. Metallpanzer macht was? Oh. Oh, Deka, du kriegst einen schönen Metallpanzer. Du kriegst einen schönen Ketten, Eisenhemd, ein schönes Eisenhemd. Nee, Riesenturban lassen wir jetzt weg. Stahlhelm. 5, 5, 4. 5. Ja, davon brauchen wir auch nichts mehr. Dann sparen wir den Rest. Dann sparen wir den Rest. Aber wir konnten doch. Warte mal, was war hier oben? Was war denn da oben? Eieiei. Macht schon recht gut Damage. Macht schon recht gut Damage. Aber hält nichts aus, wie ich das Gefühl habe. Hier, ja, hier können wir jetzt lang. Ich habe ein ungutes Gefühl, bitte sei vorsichtig. Ja, sind wir natürlich. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen und ob wir hier überhaupt hin müssen, aber wir machen es. Wir gehen hier... Nein, Deka soll sich nicht selber angreifen. Machen wir mal einen Donnerschlag und hier machen wir mal eine Chaosbombe. Die sind ziemlich schnell, die Viecher. Und machen schön viel Damage. Ja, geil. 110 Damage ist in Ordnung. 124 ist okay, nice. Der müsste nach den beiden Angriffen von Deka und Guy auf jeden Fall weg sein. Auf jeden Fall besiegt, ja. Löwentatze, nice. Löwentatze. Steigert auf jeden Fall Angriff und Verteidigung. Senkt sonst... Ja, ich glaube, Deka kriegt den. Deka ist eh langsam, also von daher kann der den ruhig haben. Denke ich jetzt mal. Wir nutzen hier stärker. Und das müssen wir wegbomben, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das war... Ja, wegbomben, okay. Kann man das hier auch noch wegbomben? Und das hier? Ja, kann man. Okay, das nicht. Aber gut, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ob wir wirklich richtig sind oder stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht. Verdammt, das hat sich nicht gereimt. Egal. Obwohl, ich glaube, hier kriegen wir auf jeden Fall... Zwei mega gute Items oder ein gutes Item? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Eins auf jeden Fall. Wenn es wirklich der Dungeon ist oder. Ja, ich sag jetzt mal Dungeon. Wenn es der Dungeon ist, den ich denke, der es ist. Kann Fumi eigentlich mal wieder was zu essen vertragen? Ja, einen Stahlhelm. Den haben wir aber leider nicht. Tut mir leid, Fumi, tut mir leid. Aber an sich müssten wir jetzt auch den Part beenden, Leutchens. Wir kämpfen noch schnell gegen diese beiden komischen, ekligen Viecher. Und
Ja, dann ist der Part auch schon zu Ende. Din, 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 din. Na, 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 na. Chaos, oh schön. Chaos ist immer schön, wenn Fumi dort einsetzt. Noch eine Löwentatze bekommen. Die können wir jetzt eigentlich sogar Guy geben. Ich meine, Guy ist an sich auch schon eh langsam, also von daher kriegt er die, klar. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von Nufia. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.